Hallo liebe Wanderfreunde und Freunde des Draußenseins. Heute begrüßen wir euch aus dem schönen Siegerland, nicht Sauerland. Das ist etwas ganz anderes. Wurde mir freundlich, aber sehr bestimmt an der Rezeption unseres Hotels heute beigebracht. Wir sind gestartet am Schloss in Krottendorf. Da wird unsere Wanderung auch enden. Wir wurden schon begleitet von Bachgeplätscher, von Zikaden, Hummeln. Es ist wunderschön hier. Wir laufen heute die Wildenburgrunde von Weidenbach. Wir nehmen euch gerne mit. Seid gespannt. Ich klopfe an die Tür des Steins. Ich bin's. Mach auf. Ich kann nicht 2000 Jahrhunderte warten, bis ich eintrete unter dein Dach. Wenn du mir nicht glaubst, sagt der Stein, frag das Blatt, es wird dir dasselbe sagen. Frag den Wassertropfen, er sagt dasselbe wie das Blatt. Frag schließlich das Haar auf deinem Kopf. Ich platze vor Lachen. Vor großem Lachen, vor Lachen, dass ich nicht lachen kann. Ja, schicke kleine Höhle gewesen. Höhle. Ging leider nur 3 Meter rein und dann war auch schon wieder zu Ende. Kann man nichts machen, aber mal gucken, ob wir noch mehr so spannende Löcher heute entdecken. Jawohl. So, liebe Freunde, bei allerbestem Wanderwetter sind wir heute gestartet. Es hat über 20 Grad, es geht ein lauer Wind, die Sonne knallt nicht allzu sehr. Das lässt das Herz höher schlagen. Unsere Runde ist heute ungefähr 10 Kilometer lang. Höhenmeter hat sie nicht allzu viele. Mein Mann sagt, ich darf nicht sagen, dass es nur 500 sind.
Ich sag's aber trotzdem. Die Wiesenstücke haben wir schon hinter uns geschnauft, haben wir trotzdem. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Wälder, die Wiesen, die schöne Burgruine, an der wir schon vorbeigekommen sind. Mir geht hier wirklich das Herz auf. Ich habe einen wundervollen Tag. Lasst uns weiterschauen. So, Freunde, wir hoffen, dass euch unsere Tour durchs Siegerland gefallen hat. Wenn das so ist, würde es uns total freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, das Video kommentiert, ein Abo da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Grüße gehen raus!